Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, geehrte nette Leute, in aller Tatsächlichkeit ist Herr Professor Marcel Bravi heute hier zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass ich ihn begrüßen darf. Ich habe gehört, Sie trinken immer ganz ein spezielles Wasser, wenn Sie wo auftreten. Wasser? Lieber Robin, wir haben keinen Kosten und Mühen gescheit. Lieber was? Und zwar lauwarmes. Aha, aber wie? Robin? Robin. Ah, Robin. Ah, Robin. Den Robin, ja. Lieber Robin, danke. Aber danke dir. Es muss also warm sein und von der Wasserleitung. Der Globus hier hat kein wirklich warmes, wir haben ja nur kaltes Wasser. Ja. Also, wir haben es aber schon die ganze Zeit, also Robin hat es schon eine Viertelstunde in Händen gehabt. Da hat er die Hände drinnen gehabt? Nein, außen. Ja. Also Herr Professor, es ist nicht ganz lauwarm, es ist ein bisschen temperiert. Aber kann man es riskieren? Versuchen Sie einen kurzen Schluck. Ja. Die Lippen einmal feucht machen. Ja. Geht's? Braucht man viel guten Willen, aber die Freude, bei Ihnen zu sein, das dann sogar da. Und nun zu dem großen Sackerl-Komplex. Ah, ja. Ich habe nämlich, also meine große Frage war immer die, Selbstvertrauen und Gedächtnis bedingen einander. Das heißt, ich zum Beispiel habe wenig Selbstvertrauen und daher habe ich bei Zeiten begonnen zu vergessen. Das ist klug. Und das habe dann... Kann ich nicht. Genau. Kann ich nicht. Aber was für mich jetzt das Paradoxe an uns beiden ist, Sie haben Sackerl, ich habe Sackerl. Aber Sie können nicht so viel haben wie ich. Sie haben doch Moment, Moment, ein armseliges... Herr Professor, na, zeigen darf Sie ich Ihnen hier... Schauen Sie, na, das ist meine Wohnung. Das sind Ihre? Das ist meine. Darf ich die noch ganz kurz herzeigen? Ja, aber sagen Sie nicht, dass es Ihre sind. Nein. Also, Moment. Ich zeige jetzt Herrn Professors Sackerl. Ja. Also, ich halte sie auch zu Ihnen hin. Hat die Harry Weber aufgenommen. Das ist schön, sag ich. Und jetzt zeige ich meine. Ja. Also, ich glaube, wir können uns da die Hand geben. Wobei ich ja erst wesentlich... Also, oder sagen wir, noch nicht so alt bin wie Sie. Und schauen Sie, das wäre jetzt ich. Naja, ich will Ihnen sagen, wobei, Moment. Wo ist der geistige Sinn und die geistige Ordnung Ihrer Sackerl? Worin besteht der Sinn Ihrer Sackerl? Herr Professor, ich gehe jeden Tag in der Früh aus dem Haus quasi auf die Jagd und komme am Abend mit einem vollgepackten Sackerl zurück. Und dann stelle ich das Sackerl irgendwo in der Ecke, weil ich nicht dazu komme, es auszuräumen. Das ist das erste und niedrigste Stadium der Sackerlwissenschaft. Ein Sackerl hat ihr Lebensgefährte, hat ihr Familienmitglied zu werden, jeden Tag mit was anderem gefüllt, beschrieben, was draufsteht, dass an... Schauen Sie, der ORF hat zum Beispiel was Fabel. Wissen Sie, dass der ORF Platten herausgibt? Und zwar sensationelle, eine ganz neue Erhöhung. Mhm. Ja, zum Beispiel ich habe gehört, Sie wollen für eine CD Werbung machen. Ja, zwar nicht für Bravi, ist interessant, nicht? Sie haben selber eine... Ja, ich bin auch darunter. Ja? Aber ich sage was Sie ganz Sie haben selber ernstes. Musiziert? Für Musikliebhaber. Der ORF hat in seinen Schätzen der Hörfunk unsagbare Dinge gefunden. Zum Beispiel die einzigen Operetten-Gesamtaufnahmen, die Franz Lehár selbst dirigiert hat. Mhm. Und die kommen in einer Serie jetzt heraus. Auf CDs. Auf CDs. Und wollen wir das herzeigen? Ja. Und
Und nur ganz nebenbei, ohne dass irgendjemand zuhören soll, sage ich, dass ich auch CDs habe, da Bravi erzählt. Ja, aber das sage ich nur nebenbei. Ist ja das Mindeste. Aber schauen Sie, Leha dirigiert den Paganini, Stars der Wiener Oper, das sind unveröffentlichte Sachen der größten Leute aus den Archiven. Des Hörfunks. Und ich habe auch eine Serie, die heißt Marcel Bravi erzählt, wo ich mein Leben mit der Oper... Das habe ich nur nebenbei gesagt. Aber Sie haben das jetzt aus dem... Auch zum Beispiel, das soll niemand anschauen. Das ist meine, keiner davon. Ich bin so bescheiden, ich bin so bescheiden. Das Herr Professor... Ich habe auch zufällig ein Video von mir da. Da steht auf dem Sackerl drauf, bringen zu Fettberg. Ja, ich zufällig. Das ist sozusagen die zweite Stufe des Sackerls. Ja, und die dritte Stufe ist dann eine... Bringen zu Fettberg ist schon die allerhöchste Wissenschaft. Herr Professor, ich würde aber sagen, die dritte Stufe müsste dann eine ganze Oper sein. Also das sozusagen eine Oper in einem Sackerl. Ich habe bis zu 20 in einem, da steht drauf, nur Meistersinger ist ein Sackerl. Ein Sackerl für? Mindestens 25. 25 Sackerl? Mindestens. Nein, 25 Meistersinger. In einem Sackerl? Nur Meistersinger, lange Oper, da geht vielleicht nur 20. Das sind aber jetzt nicht CDs, mit denen Sie handeln. Sondern das sind... Sie sind noch immer im dritten Stadium, ich bin schon im vierten. Aber im vierten, der CD ist ja nicht das letzte Wort der Welt. Das letzte Wort ist der Mitschnitt. Der Live-Mitschnitt, eine Vorstellung, die Sie irgendwo gehört haben, dürfen Sie ja weder verwenden noch verkaufen. Ja, natürlich. Aber für meine eigene Freude und zum Studium meiner Studenten habe ich natürlich Platten, habe ich Mitschnitte von irgendwo. Und jetzt zur Gipfelfrage. Finden Sie irgendein Sackerl je wieder? Nein. Aber ich schaue Sie... Also, wir wollen es erst halten. Sie finden auch keines? Wir müssen ins fünfte Stadium gehen. Sagen Sie, wie heißt das Tier? Wie heißt das Tier? Globus. Will, nein, Schütte das Tier, das unten was findet, findet ein Hamster, der, ach Gott, gibt ein, bitte? Maulwurf? Wie? Nein, es gibt ein Tier, das unter dem Boden alles findet, was da drunter ist. Ein Hund? Nein. Ich gehe unter meinen geliebten Sackerl, also in meinem Schlafzimmer sind ja nicht viel, da sind höchstens 110, 115. Und dann gehe ich und wie ein Schlafwandler sage ich, Leonard Bernstein dirigiert Westside und find's. Meistens. Doch. Ja, irgendwie. Und wenn Sie es nicht finden, ist das Thema des nächsten Opernführers ein anderes. Ja, doch nicht schlecht. Wenn ich nichts finde, ist er besser. Also ich kann Ihnen sagen, ich finde auch nichts. Ja. Naja, aber Sie, bei Ihnen sind so wenige, wenn Sie viel haben, finden Sie. Bei wenigen. Aber wie ist das jetzt mit Ihrem Gedächtnis? Sie merken sich ja offensichtlich sogar Operninhalte, ganze... Operninhalte, ja, merke ich mir. Sagen wir, ich gehe in eine Oper, also ich gehe ja eh nicht in eine Oper, aber sagen wir, ich ginge in eine Oper, hätte ich ja keine Ahnung, was jetzt da gespielt wird. Da können Sie ja vorbereiten. Das könnte ich, aber ich vergesse es, bis ich wieder in der Oper bin. Ja, aber das ist Ihr Pech, nicht? Ja. Da kann ich nicht einwerfen. Ja. Aber ich versuche jetzt herauszufinden, wie kam es bei Ihnen zur Herausbildung des Sackerls? Zur Herausbildung? Ich meine, das Gedächtnis und Sackerl sozusagen... Nein, ist sehr einfach. Ich kann lustig oder ernst antworten. Es ist besser, wenn ich ernst antworte. Als meine Tätigkeit begann, so vielfältig zu werden, dass ich sagte, das ist in der Staatsoper, da unterrichte ich an der Universität, da an der Musikhochschule, da bin ich in einer Fernsehshow. Warum? Für alles brauche ich Papiere und Bücher. Kann ich nicht alles herumschleppen. Da habe ich erfunden, dass die Sackerln, und das müssen relativ billige sein, nicht aus Leder, wie man haben, dass man draufschreiben kann, Show mit Fettberg, Universität, Staatsoper, da kommt das hinein, was ich für den Tag brauche. Am Abend wird umgelegt und umgeschrieben, für den nächsten Tag. Ja. Das ist die wahre Entstehung. Und Sie, wir wollten ja auch noch über Ihre Emigration und so weiter ganz kurz darüber reden eigentlich. Wie sind Sie das allererste Mal auf ein Sackerl gestoßen? Das Sackerl ist auf mich gestoßen, bei mir zu Hause. Da habe ich gedacht, du bist verwendbar. Ich hab Leibspeisen, nicht? Was ist Ihre Leibspeise? Rindsbraten mit
Salzkartoffel und grünem Salat. Ja, das schmeckt mir gar nicht. Wir haben Sie vom Kaiser. Das Rindsbraten hat doch ein großer Kollege von uns berühmt gemacht, der Kaiser Franz Josef. In Wirklichkeit schmeckt es ja niemandem. Aber das ist das Habs. Wem schmeckt Rindsbraten? Aber wer hat gewusst, der alte Kaiser zwischen der Frau Schratt und der Frau, wo er noch hingeht, hat er den Rindsbraten gegessen. Meine Leibspeise ist eine viel höherstehende. Nein, sehr höherstehend. Meine Leibspeise ist Hering mit Tomaten. Ja gut, aber wie können Sie sagen, dass das höher steht? Ja, ja, Rindsbraten ist es ja. Hat irgendwas, ich meine, ich bin sehr für das Volkstümliche. Ich bin absolut nicht da ein, dass ich mich auf elitär spiele. Ja, aber ja, das wäre dann Lachs oder so. Aber ne? Liebster, aber Rindsbraten, ja. Das ist ein bisschen zu billig für uns. Ne? Kostet in meinem Café 108 Schilling. Wo? Ich kann die Adresse haben. Ach Gott, es wird... Halb Österreich wird mich fürchterlich schimpfen, dass ich mit Ihnen nicht endlos lange weiterrede. Ja, also war mir große Wir hätten noch so viele Fragen. War mir große Freude. Ehrenmedaille. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. War mir große Freude. Und also, jetzt kommen noch... Den Likör kann ich mir schenken? Nein, das ist... Nein, das habe ich nicht. Wollen Sie etwas mit heimnehmen? Nein, jetzt kommt doch... Jetzt kommt Wurstsemmel, T-Shirt und Video. Ja, und zwar da hinten. Na wunderbar. Danke, also, das war... Ich danke Ihnen, es war entzückend für mich. Ich danke wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Und wir wollen uns jetzt noch fotografieren lassen von unserem vom Robin. Robin. Kann der? Ja, der hat ein... Sein. Ein Mann vieler Talente, Robin kommt. Und ich, wissen Sie, ich genieße immer diese wenigen Augenblicke. Ja, einen kleinen Moment. Ich bitte nur, wenn man es veröffentlichen ja? sollte, ja? dass man schreibt, der Rechte ist der Bravi, der Linke der Fettbär. Ich danke Ihnen sehr. Moment, nein, ich glaube das dann auch. Wir wollen dann noch ein Dosenschießen veranstalten. Hab ich alle? Alle danke.